Kannst trainiert werden. Du schnappst dir einfach das Holz von dort, okay. Ich kann leider hier keine Waffenschmiede hinsetzen. Ich könnte sie hier oben hinsetzen. Unser Obstbauer kann trainiert werden. Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn ich ihn dann wieder in die Waffenschmiede stecke. Ja, du lieferst Bier, das ist gut. Denn die holen dann auch das Bier von hier. Oh, ich habe vergessen, ihm hier ein Zuhause zu geben. So, Geschirr wird hergestellt und auch in großen Mengen schon verbraucht. Du, dich muss ich mal bitte zum Tischler abstellen, weil uns geht das auch langsam aus. Ja gut, er kann sich auf jeden Fall das Leder schnappen, was noch so rumliegt. Mehl und Weizen sind eh nicht mehr so das Problem. So, du machst mal ein bisschen mehr Geschirr. Und vielleicht haben wir ja Glück und die Tiere kommen in der nächsten Zeit irgendwann wieder zurück. Ja, und unser Obstbauer hat zurzeit auch kein Obst, das er gerade sammeln kann. So, du hast die Warenmenge hergestellt und bist jetzt ein Rüstungsschmied. Gut, das heißt, du wirst jetzt Waffenschmied. Und holst dir hoffentlich an dem am schnellsten und leichtesten zu erreichenden Ort dein Holz. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Gott sei Dank. So, Geschirr wird Gott sei Dank wieder mehr. Ja,
Ja, wir haben insgesamt 10 Eisenrüstungen und dann kriegen wir auch 10 Schwerter. Pilze, Öl, läuft alles ganz gut. Okay, da ist zum Glück mein Plan mit der Straße aufgegangen. So, jetzt mach erstmal 10. Mein Ziel ist es eigentlich, 15 Bogenschützen und 15 bis 20 Schwertkämpfer zu haben. Damit sollten wir gegen die Mayas gute Chancen haben. Wenn ich 10-10 habe, will ich erst einmal hier das Vorgeschobene, was uns immer wieder attackiert und uns Sven genommen hat, auslöschen. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, du wirst wieder Holzfäller. Und haust ordentlich die Bäume hier weiter um. Aber ja, Möbel läuft alles jetzt mittlerweile wieder. Bin dann mal gespannt, was er vorzugt. Die Eisenschmelze oder das Eisen im Hauptlager, wenn er kein Eisen mehr hat. Er hat zum Glück noch Goldnuggets und Holz. Dann werde ich dich als nächstes wieder als Lehmarbeiter einstellen, dass du hier ein bisschen Lehm wegmachst, die Lehmhütte füllst. Und die Töpferei auch ein bisschen auffüllst, dass wenn wir das nächste Mal töpfern wollen, wir das dann gleich können, dass du es schneller arbeitest. Aber jetzt hast du erstmal 10 Geschirr. Und danach können wir dich wieder als Steinmetz einstellen. Bei dem hast du zum Glück direkt vor der Haustür, musst es eigentlich nur einsammeln, denke ich mal. Oder du gräbst es doch aus. Ja. Ah ja, gut, zwei in dem Klumpen musst du in 2 verwandeln. So, die liefern Waffen. Ha ha.
Ja, hier kommt wieder mehr Holz rein, wenn unser Holzfäller da oben wieder schafft. So wie unser Holzfäller hier unten. Ja, aber bald gehen uns wieder die Goldnuggets aus. Das heißt, du, da wir jetzt auch genug Gold gerade haben, bring uns mal wieder Golderz. Ja, Bögen und Waffenröcke werden langsam weniger. Die versuchen jetzt wirklich Schwerter einzulagern. Hey, du bringst ein Bier. Oh. Du. Kannst dann ruhig als Eisenschmelzer wieder arbeiten, wenn du schon wieder Erz hier unten einlagerst. Ja. Ja. Jetzt hast du erstmal ziemlich viel Schmelzen. Wenn ich mir das so ansehe, haben wir echt nicht mehr viel Eisen hier rumliegen. Hä? Ja, Bögen werden langsam wieder mehr. Ja, vielleicht wird's. Wobei, ich warte noch, bis alle Waffen, die ich gerade herstelle und hergestellt habe, eingelagert sind. So viel Zeit muss sein, weil da sind die beiden nur noch mit Bier und Gold beschäftigt. Und das einzulagern dauert auch schon noch eine Weile. Ja, wir haben jetzt ungefähr Gold. Das sind 26 insgesamt sind 40 brauchen wir für 10, bleiben noch 28, 20 davon für 15 Leute, 17 Leute, die wir gerade aufpushen können. Aber dafür muss das Gold auch eingelagert werden. So, Rüstungsschmiede steht leer. Ach, er holt das Eisen von hier. Okay. Das Haus ist überfüllt mit Essen. Oh, es wird mehr Gold eingelagert, auch schön.